Heute sprechen wir über die C5 Parsing. Was ist die C5 Parsing? Hat jemand eine Ahnung? Beidseitige Bizeps-Parese, eventuell postoperativ nach einer Kopfhörektomie. Fast, ja. Oder muss es beidseitig sein? Nein. Meistens ist es ja einseitig. Mhm. Wir sehen auch gleich so ein bisschen was über die Verteilung. Also beidseitig ist eigentlich sogar eher selten. Mhm. Ja. Meistens ist es einseitig. Und meistens ist es auch nicht primär eine Bizepsparese, sondern Deltoidius-Parese. Und der Bizeps ist häufig halt mit betroffen. Ja. Aber es ist eine C5-Mitinnervation, wie manchmal ist vielleicht auch der C6-Nerv an sich betroffen. Es gibt verschiedene Definitionen, das muss man wissen. Eine, die ich ganz gut finde, ist von Hashimoto, Deterioration of Upper Extremity Motor Function by at least one grade in Standard Manual Muscle Test. Also ein Verlust eines Kraftgrades in den oberen Extremitäten, ohne dass sich die unteren Extremitäten verschlechtern. Ja, also sehr allgemein gehalten, man redet nicht mal von Deltoidius oder Bizeps oder sowas, nicht? Es gibt auch andere Definitionen, wo es heißt, es müssen mindestens zwei Kraftgrade an Verlust da sein. Ja? Interessant ist, dass sich dadurch dann natürlich die gesamte Statistik verändert, was die Inzidenzen angeht. Deswegen muss man eigentlich, wenn man Inzidenzen betrachtet, immer gucken, was war jetzt eigentlich die Definition der C5-Parsi in dieser speziellen Studie. Ein motorisches Defizit, kein sensorisches, die Sensorik kann mit beeinträchtigt sein. Kann aber auch sein, dass es durch die Operation an sich, haben die Leute ja auch manchmal so ein bisschen Gefühlsstörungen, Kribbelparästhesien oder sowas, nicht? Aber es geht hier um einen motorischen Funktionsverlust und in der Regel sind die Beine nicht mit betroffen. Normalerweise würde ich eigentlich immer ein CT machen. Zum einen sehen Sie die Implantate gut, dort sehen Sie eine Nachblutung in der Regel ganz gut, können auch einen Kernspin machen, aber meistens, wenn wir sowas hatten, haben wir irgendeine Form der Bildgebung gemacht. Es gibt immer die Daumenregel, bei jedem neuen neurologischen Defizit, Bild. Da muss man sich ein bisschen auf seine klinische Erfahrung verlassen. Wenn Sie eine C5-Palsy haben, tatsächlich, es ist nur, und als wir den Sonntag, als ich den erstes Mal gesehen habe, am Sonntag, hatte er sich A, schon gebessert. B, er hatte wirklich nur ein motorisches Defizit, was besser wurde. C, er hatte an den Beinen keine Verschlechterung, er hatte keine pathologischen Reflexe. Ja, und das ist ein klassisches Bild einer C5-Parsi. Meine Differentialdiagnostik müssen Sie denken an eine Blutung, aber das würde sich anders darstellen. Und er hatte keine Radikulopathie, das ist auch ganz wichtig. Diese C5-Parsi ist in den allermeisten Fällen schmerzlos. Wann tritt denn die C5-Parsi auf? Also, die C5-Parsi, da gibt es relativ gute Daten und Untersuchungen dazu, tritt tatsächlich am häufigsten innerhalb der ersten 2-3 Tage auf. Mhm. In seltenen Fällen kann sie direkt danach auftreten, aber meistens, und das ist ganz wichtig, meistens sind die Patienten danach zunächst diesbezüglich beschwerdefrei. Und das hatten Sie ja auch bei unserem Patienten gerade, den wir hier auf Station haben, berichtet, dass er ja in der ersten Nacht nach seiner Klingel greifen konnte, die ja da oben lag. Bedeutet, sein Deltoidius war funktionsfähig. Nach 24 Stunden, also der fällt genau in diesen Peak rein, wo die meisten es bekommen, hat er seine C5-Palsy bekommen. Die späteste C5-Palsy, die ich gesehen habe, war 2 Wochen. Der Patient war schon entlassen, kam dann in die Notaufnahme zurück und konnte den Arm nicht mehr heben. Und in der Literatur findet sich das auch wieder. Also der Zeitraum wird angegeben zwischen, wie gesagt, direkt postoperativ bis zu etwa 2 Wochen kann es auftreten. Von der Häufigkeitsverteilung ist der Peak aber in den ersten 2-3 Tagen, ganz klar. Und in den allermeisten Fällen haben Sie halt eine beschwerdefreie Phase direkt am Anfang. Ja, also das gibt Ihnen praktisch, wenn Sie diesen Verlauf haben, beschwerdefrei und dann verzögert aufgetreten, eher C5-Palsy. Differentialdiagnostik müssen Sie auch dran denken, habe ich vielleicht irgendeinen Nerv verletzt? Ja, kann ja auch sein. Nicht? Oder habe ich irgendwie zu sehr aufs Rückenmark gedrückt, habe ich das Iatrogen verursacht. Das würde dann aber am ehesten sofort auftreten. Und zum Beispiel, das könnte aber auch verzögert sein, nicht? Die Nachblutung oder ein Implantatversagen könnte durchaus auch ein beschwerdefreies Intervall erstmal rechtfertigen und es dann auftritt. Diese Dinge muss man halt auch denken. Aber dass wirklich
dieses klinische Bild der C5 Palsy mit der Deltoideus und Bizeps Parese und sonst keine Neurologie und so weiter, ist eigentlich sehr typisch. Nichtsdestotrotz sollte eigentlich Standard sein, dass man ein Bild macht. Das ist eine wichtige Frage. In dem Moment, wo der Patient mehr hat als eine Deltoideus Bizeps Parese, positiven Babinski, den er vorher nicht hatte, oder die Beine auch mit betroffen sind, oder dem das alles irgendwie wehtut und das ausstrahlt, dann müssen Sie immer an was anderes denken. Dann braucht er ein Bild, wenn er eine Neurologie hat. Nur Schmerzen können Sie noch abwarten, aber wenn er eine richtige Neurologie hat, Kabel. Das ist auch ganz wichtig bei diesen Dingen, dass Sie sich auskennen, weil das ist auch das, was Sie dann am Bett gegenüber dem Patienten und gegenüber der Pflege und den anderen Ärzten hier ausstrahlen, die sich diesbezüglich komplett unsicher sind. Die sehen dort eine hochgradige Lähmung und denken, der Patient kriegt gleich einen Querschnitt. Das ist so in deren Köpfen drin. Ja, und da muss jeder von uns dorthin kommen können und eine Ruhe ausstrahlen und mit einer gewissen Souveränität dieses Bild kennen. Das merken die sofort. Ja, kennt er sich da aus oder nicht? Gut, einfach mal so ein paar Zahlen, damit sie ein Gefühl dafür bekommen. Das ist eine Studie aus Amerika, unter anderem von The Carroll, der Großteil dieser Bücher geschrieben, die dort stehen. Der hat mal retrospektiv 195 Patienten analysiert und hat eine C5-Palsy-Rate von ungefähr 5% gefunden. Und das ist das, was man ungefähr in fast allen Studien findet. Und er hat geguckt, ob es einen Zusammenhang gibt, wie viele Höhen man macht. Und bei ihm waren es tatsächlich nur ventrale Diskektomien und Man muss auch genau lesen, was hat er gemacht? Ventrale Diskektomien und Fusionen. Es gibt ventrale Korperektomien, es gibt verschiedene dorsale Verfahren, Laminektomien, Laminoplastie, Laminoplastie plus Fusion. Das sind alles unterschiedliche Techniken, die zum Teil recht unterschiedliche Inzidenzen von diesen C5 Palsys haben. Ja? Und wenn man uns das hier anguckt, er hat dort keinen Unterschied gesehen bei ventralen Diskektomien und sagt dann, naja, es macht den Unterschied, ob ich jetzt eine Höhe oder mehrere operiere. In einigen anderen Studien, insbesondere aus Japan, gab es da durchaus Unterschiede. Das mit zunehmender Anzahl der Befunde, die man operiert hat, die C5-Palsy höher war. Was daran liegen kann, dass die eine sehr viel höhere Inzidenz an OPLLs haben, ne? An verknöchernen hinteren Längsbändern. Und ganz wichtig für Sie, 60% von diesen Patienten haben sich vollständig erholt, von der Motorik her, und das ist ja das Hauptproblem. 20% hatten zumindest eine teilweise Erholung von der C5-Palsy. Bleiben ungefähr 20%, die sich nicht erholen. Und das findet man in fast allen Studien durchgängig. Ja, 50-60% komplette Erholung, bis der Rest erholt sich teilweise und das sind immer so 10-20%, die sich nicht erholen. Und das ist auch das, was Sie dem Patienten sagen müssen. Jeder Patient, der von mir bei einer zervikalen Myelopathie operiert wird, dem erzähle ich das. Ja, auch so von den Zahlen, ich sage, es kann sein, dass das auftritt, dass Sie am Anfang die Arme nicht richtig heben und beugen können, aber in den allermeisten Fällen bildet sich das komplett zurück, zumindest teilweise, aber einige Patienten behalten auch langfristig ein Defizit. Diese Studie von Ward et al. Ist eine recht große Meta-Analyse, auch relativ aktuell. 11.500 Patienten, 721 Patienten davon hatten eine C5-Palsy. Interessant ist, die haben das aufgeschlüsselt nach verschiedenen Techniken. Und da sieht man hier einmal Anterior Cervical Discectomy and Fusion, also bei einer ganz normalen Discectomy und Fusion, durchaus auch 5,5%. Corporectomy, schon ein bisschen höher, 7,5%. Kombiniert mit einer Discectomy 6%. Interessant ist dann Laminoplastie, 4,4%. Und dann kommt es, Laminektomie und Fusion, 12%. Also deutlich höher. Ja. Und da kann man sich auch fragen, ja, warum ist das eigentlich so? Und da gibt es verschiedene Überlegungen, weil ich bin ja kein Freund der Laminoplastie. Ich halte das für eine völlig unanatomisch, unphysiologische Operation, den so aufzuknacken und dann den Dornfortsatz so schräg drin zu lassen.
Das macht für mich einfach keinen Sinn. Nein. So, und dann ist es ja auch so, die Laminoplastie dürfen Sie ja nicht machen bei Leuten, die ein bisschen Kyphose haben. Da fällt es ja schon weg. Da. Und dann sind Sie ja da automatisch schon bei der Laminektomie und Fusion, und wenn der Patient eine Kyphose hat. Ich kann mir vorstellen, die Zahl kommt dadurch zustande, die kyphotisch sind und die sie dann praktisch wieder regularisieren. Da gibt es Hinweise dafür, dass eine Korrektur dazu führt, dass die Rate der C5-Palsy höher wird. Möglicherweise, weil sie dann das Foramen wieder verengen oder weil es da Shifts gibt im Bereich des Rückenmarks. Interessant ist es bei OPLL, ja, 8,1%. Und das ist auch die Zahl, die sich in verschiedenen Studien wiederfindet. Also das ist da einfach immer noch mal so ein Tick höher als bei den anderen Geschichten. Die Inzidenz einer C5-Palsy bei einem OPLL ist niedriger, wenn Sie es über einen ventralen Zugang machen oder über eine ventrale Vasektomie, als wenn Sie es von dorsal über eine Laminoplastie machen. Entschuldigung, was bedeutet OPLL? OPLL ist das ossifizierte hintere Längsband. Ja, das ist, wenn Sie die Wirbelkörper haben und an der Hinterkante der Wirbelkörper, da verlaufen ja normalerweise die Längsbänder. Und die fangen an, sich zu verkalken. Und verdicken. Und zu verdicken. Und das kann zum Teil dazu führen, dass Sie wirklich so einen halben Zentimeter dicke Kalkschollen dort haben. Manchmal sind die auch sehr fein, dann sehen Sie die kaum. Aber das Fiese daran ist, dass das wirklich zum Teil mit der Dura komplett verwachsen ist. Und das dann abzupräparieren letztendlich, ist oft gar nicht so einfach. Da haben Sie dann häufig auch mal ein Duvaleck, ja, und müssen das versorgen. Und das macht das Ganze halt sehr viel schwieriger. Das sind sehr anspruchsvolle Operationen. Bei Laminektomie und Fusion ist es egal, ob es nur eine Myelopathie ist oder auch ein verknöchertes hinteres Längsband, da ist die Inzidenz der C5-Palsy ähnlich hoch, 13% versus 13,1%. Also Laminektomie und Fusion, wenn man sich nur die C5-Palsy-Raten anguckt, ist eigentlich eine nachteilige Technik. Aber das müssen wir nochmal im Detail diskutieren, wann macht man was. Heute haben wir ja sogar nur eine Laminektomie gemacht bei der alten Dame, ja, eine Split-Laminektomie. Und jetzt kommt hier nochmal, was zur Inzidenz unilateral versus bilateral, was Sie am Anfang sagten, bilateral. 75% der C5-Palsys in dieser Übersichtsarbeit waren unilateral. Das heißt, 25% sind bilateral und in deren Angaben. Also meine eigenen Erfahrungen, ich glaube, ich kann mich nur an einen Fall erinnern, der auch eine bilaterale hatte. Also ich finde, also meine eigenen Erfahrungen ist sogar weniger. Aber es gibt es durchaus. Das ist eine andere Studie, die ich ganz interessant fand. Auch große Übersichtsarbeit, über 1000 Fälle. Und was hier interessant war, er behauptet, dass wenn man eine Foraminotomie macht, man eine starke Korrelation hat mit einer C5-Palsy. Das lacht Herr Czollak. Weil ich eine Foraminotomie gemacht habe bei dem Patienten, den wir jetzt gerade haben. Oder? Ja. Nicht? C4-5? Wir haben genau 4-5, haben wir nochmal extra eine Foraminotomie gemacht. Ja. Okay? So. Viele Fragezeichen. Aber die Fragezeichen. Bilateral. Warten Sie mal. Okay, das kam daraus bei dieser beiden Studie 2014. Weiter hat er herausgefunden, bei ventralen Operationen hat das Ganze einen Zusammenhang mit der Anzahl der Koperektomien, die Sie machen. Also je mehr Koperektomien, je mehr C5-Palsys. Das Alter hat eine große Rolle gespielt und war sogar der stärkste Prädiktor für die C5-Palsys. Und insgesamt, das haben wir aber bei den anderen Zahlen schon gesehen, waren die dorsalen Operationen mit einer höheren Inzidenz der C5-Palsy assoziiert als die ventralen Operationen. Okay? So. Kazumi. Der hat eine Studie gemacht, genau mit dieser Fragestellung. Can prophylactic bilateral C4-C5-Foraminotomy prevent postoperative C5-Palsy? After open door Laminoplastie, also nach einem dorsalen Zugang. Ja. Der hat sich 146 Patienten angeguckt, die eine zervikale Myelopathie hatten und hat prophylaktisch eine C4-5-Foraminotomie durchgeführt und hat eine historische Kontrolle genommen
die ja genauso, vom Patienten, die ja genauso operiert hat, in dem Fall 141 Patienten, wo er das halt nicht gemacht hat. Und dann hat er gesehen, die Inzidenz bei den Patienten, wo er eine Foraminotomie gemacht hat, beträgt 1,4% versus da, wo er es nicht gemacht hat, 6,8%. Und da können Sie mal sehen, wie das halt so ist in der Wissenschaft. Der eine sagt so, der andere sagt so. Ja? Für mich macht das irgendwie mehr Sinn. Und da können viele Faktoren eine Rolle spielen. Nicht? Der hat das wirklich in seinen Händen gemacht. Der hat die Patienten vorher und danach operiert und hat die Foraminotomie durchgeführt. Hier, Review of the Literature, 1000 Fälle. Das heißt, da reden wir von, weiß ich, wie vielen Zentren, weiß ich, wie vielen Operateuren, und die irgendwo in ihrem Operationsbericht geschrieben haben, ja, ich habe eine Foraminotomie gemacht. Die wissen nicht, wie gut war die Foraminotomie, und dann könnt ihr wirklich ins Detail gehen. Weil dann gibt es nämlich auch Studien, die sagen, ja, wenn man zu weit von hinten aufmacht, ist die Inzidenz der C5-Palsis höher. Warum vielleicht? Das haben wir heute gesehen, als wir die Frau operiert haben. Was passiert? Das Ganze steigt hoch und zieht dann natürlich mit an die Wurzel. Das heißt, umso weiter sie aufmachen, kann man sich vorstellen, klar, dann geht das hoch. Dann zieht es vielleicht an der Wurzel. Dann haben sie die Option, oder dann könnten sie schlussfolgern, gut, dann mache ich halt nicht ganz so weit auf. Dann laufen sie aber Gefahr, dass sie die Stenose nicht richtig dekomprimieren. So. Ja, und dann ist die Frage, haben wir foraminotomiert, ja oder nein? Also wir haben ordentlich foraminotomiert, die C6-Wurzel in dem Fall, die war ja weiter oben, weit rausgegangen, bis ich da richtig schön mit der Stanze und mit den Häkchen reinkam. Nicht? Und Sie haben richtig gesehen, unten war da noch so eine Platte drauf und da ging der Nerv, ging wirklich da so über diese Kante rüber. Und diese Platte haben wir weggemacht. Und ich glaube einfach den Katsumi mehr, weil er sich ja damit beschäftigt hat und er genau das wissen wollte. Und dann natürlich, wenn er diese Studie gerade macht, eine sehr gewissenhafte Foraminotomie durchführt, glaube ich ihm mehr als der Meta-Analyse, wo irgendeiner geschrieben hat, ja, ich habe meine Foraminotomie, na klar, wie eine Foraminotomie gemacht. Gut, dann gibt es wieder Studien, die sagen, das hat man ja auch versucht, dass man gesagt hat, der Patient hat eine C5-Palsy, fahre ich mit denen in den OP. Na, wenn man sagt, der Grund ist, dass es einen Zug an die Nervenwurzel gibt, und der ist nicht vernünftig foraminotomiert worden, dann müsste man ja eigentlich mit dem OP fahren und eine Foraminotomie machen. Und die Ergebnisse dieser Studien waren nicht positiv. Also man hat damit nicht mehr erreicht, als wenn man es halt nicht macht. Deswegen fährt man in der Regel nicht nochmal in den OP. Aber ich bin der Meinung, man sollte zumindest diesen Faktor versuchen auszuschalten, indem man halt bei der primären OP versucht, so gut wie möglich zu dekomprimieren. Das ist die Hashimoto-Studie, auch Landmark Study, 199 Patienten von vorne operiert, also das, was wir ja auch mit am meisten machen, Anterior Decompression Surgery. C5-Palsy etwa 8,5%. Und das ist vielleicht auch nochmal interessant, darüber sprachen wir ja vorhin schon, alle 7 Fälle mit einem Kraftgrad von mehr oder gleich 3 zeigten eine komplette Erholung dieser Parese und 5, also nur 5 von 10 Patienten mit einer hochgradigen Schwäche, also gleich oder unter 2, zeigten eine komplette Erholung. 3 Patienten erholten sich inkomplett und 2 blieben unverändert. Das bedeutet, aber das haut dann etwa hin mit dem, was wir am Anfang gesehen haben. 50% haben sich komplett erholt. 30% teilweise erholt und 20%, das sind immer 20% haben mal Pech und zeigen keine Erholung. Und das ist bei denen mit einer hochgradigen Neurologie halt stärker ausgeprägt. Für die 2 Patienten, die sich nicht erholt haben, galt, dass beide ein OBLL hatten. Zusätzlich, die also High Signal Changes, also ein Myelopathiezeichen radiologisch, sind auch nochmal ein schlechter prädiktiver Faktor für die C5-Palsy. Gut, Spekulation hier von Hashimoto oder aus der Diskussion raus, also er denkt, dass in den Vorderhornzellen vielleicht durch das Myelopathiesignal schon irgendwelche Schäden entstanden sind, die dann nochmal getriggert werden nach der Dekompression. Das, denke ich, ist auch nochmal sehr interessant.
Efficacy of intraoperative monitoring of transcranial electrical stimulation, also elektrophysiologische, also Neuromonitoring letztendlich. Was haben sie gemacht? 229 Patienten, nicht wenig, die an der Halswirbelsäule operiert worden sind. Und da war immer 4-5 mit dabei. Und die haben MEPs, EMGs gemacht vom Deltoidius-Muskel. Was ist da rausgekommen? Was sagt unser Spezialist? Da wird man nichts finden. So ist es. Das war nämlich auch bei ihm hier so. Wir haben den Deltoidius gestochen. Weil es so schön ist, weil es so einfach zu verkabeln ist. Das gehört ja dazu. Da hat man überhaupt nichts gemerkt. Gar nichts. Ne? Was kam raus? Neither modality was effective in identifying patients who demonstrated delayed onset deltoid weakness. Also wir können mit dem Neuromonitoring die C5-Calci nicht vorhersagen. Das muss man sich merken. Das Interessante war hier, bei deren 8 Fällen, wo eine Koperektomie über 2 Höhen oder mehr gemacht worden sind, hatten sie eine Inzidenz von 50%. Was sind die Mechanismen? Das eine ist, da sprachen wir schon drüber, ist Tethering C5. Der hat auch einen besonderen anatomischen Verlauf, hat vielleicht noch, wie gesagt, Verwachsungen dort und vielleicht haben sie zusätzlich noch eine Foramenstenose und egal, ob sie von hinten oder von vorne kommen, von hinten fast noch mehr. Sie haben immer eine Bewegung des Thoralschlauches und des Rückenmarks und das kommt zum Zug auf die Nervenwurzeln. Das ist ein Erklärungsmodell, was man hat. Dann gibt es einige Autoren, die da auch einiges publiziert haben zu Thermal Injury During Decompression. Also dass man aufgrund der Hitze des Diamantbohrers dort eine Verletzung verursacht. Ich glaube es ja nicht, weil wenn ich dort eine Verletzung verursache, dann würde man sie gleich danach sehen und nicht eine Woche später. Nichtsdestotrotz, seitdem lasse ich mir kaltes Wasser geben, wenn ich die Foraminotomie mache. Das empfehlen wir auch. Ob es was bringt, ich weiß es nicht, aber es entsteht ja schon eine beachtliche Hitze dort. Ne? Haben wir heute auch gemacht. Als wir dann dort rangegangen sind, haben wir einfach kaltes Wasser genommen. Für die restliche Spülung nehmen sie das Aufgewärmte, aber wenn sie dann dort an der Wurzel und an der Dura fräsen, lassen sich das kalte Wasser anreichen. Wir haben sogar einen Kühlschrank vorher gestellt. Ja? Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass das die Hauptursache ist. Dann ganz wichtig, Reperfusion Injury of the Spinal Cord. Das scheint eine große Rolle zu spielen und ich habe mir jetzt gerade die Literatur nochmal angeguckt. Da gibt es richtig fiese Fallberichte von White Cord Syndrome sogar. Das sind Patienten an der Dekompression, an der Myelopathie, richtig eine Hemiparese oder einen Querschnitt sogar hat und wenn man dann MRT macht, sieht man dort ein weißes Rückenmark. Und das wirklich eine ausgeprägtere Perfusionsstörung geben kann, die wirklich zu einer Katastrophe führen kann. Das ist extrem selten, ja, dass sie dann wirklich einen Querschnitt da verursachen oder sowas. Aber das ist beschrieben und als Ursache für den C5-Palsy durchaus denkbar, dass das eben ein Mechanismus ist. Ja, sie entlasten das Rückenmark, es wird stärker durchblutet, als sie das kennen. Und dadurch kommt es zu Bildung von Entzündungsfaktoren und zum Teil auch langfristig zu Narbenbildung. Und es gibt eine schöne Tierstudie mit Ratten, glaube ich, wo sie das mal nachgebildet haben und sich mal angeguckt haben. Druck aus Rückenmark, kürzerer Druck, längerer Druck. Umso länger der Druck ist, umso größer ist das ist der Reperfusionsschaden und dann haben sie sich das auch genau angeguckt, indem sie das immunhistologisch und so weiter auch untersucht haben und dann haben sie richtig sehen können, auch in den ersten 24 Stunden kommt es dort im Tierversuch zu einer massiven Erhebung, zu einer massiven Erhöhung der inflammatorischen Faktoren. Ja, also da passiert richtig was. Ja. Und das führt dann auch mittel- und langfristig sogar zu Schaden. Im Bereich des normalen Gewebes. Und da ist natürlich die Frage, wie weit kann man dem mit Steroiden entgegenwirken? Ein Medikament, was momentan diesbezüglich auch in der klinischen Testung ist, ist das Riosol. Das ist ein Medikament gegen amyotrophe Lateralsklerose. Ja, es gibt eine randomisierte Studie aus Indien von Raja Sarkar. Das ist ein Top-Wirbelsäulenexperte und auch ein guter Forscher. Und der hat randomisiert bei zervikale Myelopathie
hat versucht, die Betriebe so zu behandeln. Ja, also medikamentös. Und ist nichts bei rausgekommen. Das hat er ganz ehrlich berichtet, kein Unterschied. Ja, aber es gibt noch keine Studie, also zumindest bis gestern nicht, bevor ich das schnell geguckt, keine Studie zur präoperativen Gabe. Aber die laufen, das weiß ich. Die laufen gerade. Und das letzte ist eben als Mechanismus eben Alignment Correction. Gibt es einige Studien, die gezeigt haben, dass wenn sie stark korrigieren oder wenn sie einen starken Shift haben vom Rückenmark oder vom Pleuralschlauch, dass das eine Ursache sein kann über den Zug der Nervenwurzeln, dass er dann die C5-Palsy bekommt. Association between preoperative spinal cord rotation and postoperative C5-Palsy nerve. Und das kennen Sie vielleicht, das sieht man ja relativ häufig. Da mache ich auch immer aufmerksam, diese Asymmetrie des Rückenmarks. Auf der einen Seite mehr als auf der anderen. Wenn man genau hinguckt und das ausmisst, dann kann man da auch eine gewisse Rotation feststellen, dadurch, dass Sie hier eine asymmetrische Stenose haben. Okay? Da haben Sie ja im Prinzip, da dreht sich das Ganze so ein bisschen und da haben die drei Gruppen draus gemacht. Und ich fand die Ergebnisse recht eindrucksvoll. Wenn man sich das mal anguckt, C5-Palsy, no, yes. 0 bis 5 Grad hatte keiner eine C5-Palsy. 6 bis 10 Grad gab es natürlich nicht so viele, aber hatten dann schon 8 eine C5-Palsy und 5 keine. Und bei denen über 11 Grad waren natürlich insgesamt nicht so viele, weil das selten ist, aber die hatten alle eine C5-Palsy. Also diese Rotation des Rückenmarks scheint auch eine Rolle zu spielen. Also ich glaube, wie gesagt, was so die Quintessenz von den meisten Übersichtsarbeiten und Experten zu dem Thema sind, ist, dass es ein multifaktorielles Geschehen ist und das wird tatsächlich schon eine Mischung aus Bewegung und Reperfusion sein. Ja? Mhm.